Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt und einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir spielen heute Trine 2. Jo, das Spiel habe ich mir gestern bei Steam gekauft. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ohne viel zu schnacken und zu quatschen und was weiß ich, viel drumrum, würde ich mal sagen, beginnen wir ein neues Spiel und fangen auch gleich direkt mal an. Es gab einmal drei tapfere Helden, erwählt von einem Artefakt, dessen Name lautete der Trine. Du kennst die Geschichte über ihr Treffen und wie sie Champions ihres Königreichs wurden? Na Höre klar. die Geschichte ihres neuesten Abenteuers. Etwas Oh. Mysteriöses und Magisches ging im Wald vor sich. Hört, hört. Der erste der drei Helden war Amadeus, ein Zauberer. Vielleicht nicht der mutigste oder der mächtigste, doch war er schlau und verständig. Dann war da noch Pontius, der Ritter, furchtloser Beschützer des Reichs, der gutes Essen, Tränke und den Kampf liebte. Ja, das sieht man, würde ich Und zu sagen. guter Letzt Soja, eine Diebin. Eine Unternehmerin. Soja, eine Unternehmerin. Sie war geheimnisvoll. Und in einer dunklen Nacht nur ein vorbeihuschender Schatten. Eine Diebin. Was, wer hat das gesagt? Ich nicht. Amadeus, der Zauberer, schlief in seiner Hütte. Das war der Ort, an dem er seinen Feuerballzauber studieren konnte, verborgen vor den spöttischen Augen seiner Frau. Was geschieht nun? Hey, mach das aus. Ich bin hier am Schlafen. Was ist denn? Wer ist da? Bewegen. WASD. Ja, dann machen wir das mal. Zusätzliche Spieler können dem Spiel beitreten, indem sie auf ihrem Controller Start drücken. Okay. Seltsam. Also ich muss ja wirklich mal sagen, die Grafik und die Landschaft und das ganze Spiel, also es sieht wirklich einfach nur toll aus. Sehr detailliert alles bearbeitet und das ist einfach nur klasse. Jo, dann springen wir mal hier rüber. Das klappt ja hier auf Anhieb. Der Weg nach vorne war blockiert, doch würde das den großen Zauberer Amadeus nicht aufhalten. Mit seiner Magie konnte er Dinge anheben. Ja, natürlich hält uns so ein Felsbrocken nicht auf. Amadeus konnte zudem Kisten aus dem Nichts herbeizaubern. Aus dem Nichts. Moment mal. Wir holen uns mal die Kristallkugel da oben. So. Ah, ja. Und hier auch noch. Ah, perfekt. Ah, Moment, da oben ist ja Das auch noch Licht einer. bewegte sich durch den Wald und führte Amadeus weiter. Zwischen Angst und Staunen hin und her gerissen, folgte er ihm. Dann folgen wir mal der Stimme. Folge nicht dem Licht, Amadeus. So, ah, das klappt. Ah, das klappt. Ups. Hat keiner gesehen? Hoppala, da bin ich wohl abgerutscht. Ah, jetzt. Genauso wollen wir es. So. Ich verlange zu wissen, was hier passiert. Der Trine. Der Try. Also. Wo kommt der denn her? Pontius.
Amadeus. Pandeus. Amadeus, pack deine Sachen. Wir müssen das Königreich retten. Was? Oh, das geht gar nicht, Pontius. Ich habe Kinder zu Hause, die auf mich warten. Ich kann nicht. Aber deine Magie wird gebraucht. Das Königreich ist in Gefahr. Wird dieser Albtraum jemals enden? Trotz seiner Proteste wusste Amadeus, dass die Helden wieder einmal gebraucht wurden. Wie bist du hier gelandet? Dann hör mal zu. Dann hör mal zu. An dem Abend zog Pontius aus, da es auf den Bauernhöfen Ärger gab. Kriechende Ranken waren dabei, die Felder zu übernehmen. Ich werde herausfinden, wer dahinter steckt und ihm eine Lektion mit meinem Schwert erteilen. Genau so tun wir's. Pontius, mein gut genährter Freund. So, bahnen wir unseren Weg. Mit ein wenig Glück gibt es heute Kürbiskuchen zum Abendessen. Das wäre ja toll. Pontius durchsuchte den Bauernhof, doch fand er dort niemanden. Na. Die Fieslinge müssen beim ersten Anblick von mir geflohen sein. Na, das gibt's doch nicht. Jetzt aber. So. Und weiter geht's. Hoppala. So. So. Und weiter geht's. Oh Mann. Wo sind wir denn hier gelandet? Gefährlich. Genau so wollen wir es sehen. Oh, stürzt hier das ganze Ding gleich ein? Nö. Ah, die nehmen wir mal mit. Na, hier geht's nicht lang. Verflixtes Unkraut. Euch werde ich helfen. Ich bin Pontius der Mutige und ich werde nicht im Kampf gegen Pusteblumen fallen. So will ich's hören, Pontius, mein gut genährter Freund. Der Trine. Der schon wieder. Ich hatte nie verstanden, was genau der Trine tat. Aber er wusste, dass das Artefakt ihm helfen würde. Pontius war glücklich. Er konnte sich keine bessere Aufgabe denken, als sein Königreich zu retten. Ja. Spät in der Nacht war Zoja in den Schatten verborgen, versteckt vor dem schimmernden Mondlicht. Zoja. Ja, die erinnert mich schon ein bisschen an Assassin's Creed. Würde ich mal so glatt nebenbei erwähnt haben. So, und so. Oh, das sieht ja echt einfach nur toll aus. Okay. So vielleicht? Aha. Oh. Ups. Oh, ich glaube, da runterzufallen wäre nicht gut. Wollen wir es nicht riskieren? Benutze den Enterhaken. Rechte Maustaste. Dann machen wir das mal. Okay. Und leer. Zoja glitt durch die Stadt, leise wie ein Flüstern. Und so. Oh, das war knapp. Oh, dann war das ja doch nicht so schlimm. Tja, wie kommen wir denn da wieder hoch? Aha. Alles klar. Jetzt aber. Das sieht schon besser aus. Okay. Dann sah sie ein flimmendes Licht oben an der alten Kirche. Was ist zu tun?
Okay. So. So. Wie kommen wir denn jetzt an das Ding daran? Ah, okay. Ah, perfekt. Ich glaube, wir müssen da jetzt irgendwie hochkommen. Ja. Ach so. Drücke Springe an der Wand, um höher zu springen. Okay. Ach so. Ach so, okay. Hier in etwa? Ach, tatsächlich. Dachte er schon wieder. Pontius. Was tust du hier mitten in der Nacht? Bist du nicht mit deinen Tricks und mit Klauen beschäftigt? Genau. Dafür gibt es eine absolut gute Erklärung. Ja. Sagt mir, wo gehen wir hin? Das wissen wir noch nicht. Etwas Seltsames geht vor. Ein neues Wagnis. Sollen wir gehen? Klar sollen wir gehen. Also war der Trine wegen der drei Helden gekommen und das Abenteuer war bereit für sie. Amadeus sorgte sich um seine Familie, während Pontius sich auf ihre neue Aufgabe freute. Zoja stellte sich natürlich vor, was für einen sagenhaften Schatz sie finden könnten. Einen Schatz? Ihr geht's wieder mal nur ums Geld. Ja, also würde ich mal sagen, das war's mit dem Tutorial und mit dem ersten Part. Über Kommentare und konstruktive Kritik würden wir uns sehr freuen. Über ein Abo natürlich auch. Und bis dahin, euer Team von der LOLgame Area. Tschüss, tschüss.